Auf Augenhöhe mit Eisbären, Pinguinen, Seehunden und anderen nordischen Tieren. Das könnt ihr im Zoo am Meer in Bremerhaven erleben. Was der Zoo am Meer noch alles so zu bieten hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Der Zoo am Meer Bremerhaven liegt direkt am Weserdeich an der Nordseemündung, ca. 55 Kilometer von Bremen entfernt. Der Zoo ist der kleinste wissenschaftlich geleitete Zoo Europas und beherbergt wasserlebende und nordische Tierarten. Er ist Teil der Bremerhavener Erlebniswelt Hafenwelten und ist umgeben vom Klimahaus, dem Schifffahrtsmuseum und dem neuen Hafen. Mit dem Auto könnt ihr den Zoo über die A27 über die Abfahrt Bremerhaven Zentrum und auch mit dem Zug bis Bremerhaven erreichen. Das Besondere am Zoo fällt schon auf, wenn ihr direkt davor steht. Die Zoowände gleichen einer kleinen Berglandschaft und auch die Gehege sind in der Art gestaltet und betten sich in diese besondere Form direkt ein. Der Zoo am Meer ist aufgrund seiner kleinen Größe nicht explizit noch in Themengebiete aufgeteilt, hat aber eine Spezialisierung auf die nordischen Tiere, die im und am Wasser leben. Nach dem Passieren des Eingangs könnt ihr direkt einem Rundweg folgen, der euch an allen Zoobewohnern vorbeiführt. Zuerst gelangt ihr rechter Hand in die Zooschule, wo ihr auf zwei kleine Madagaskar-Taggeckos und eine Königspython treffen könnt. Direkt dahinter befindet sich gleich das erste große Gehege des Zoos, die Schimpansenanlage. Diese könnt ihr durch bodentiefe Glasscheiben von mehreren Seiten aus beobachten. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, handelt es sich bei den Schimpansen gleich um die erste Tierart, die nicht in und am Wasser lebt. Auch hier zeigt der Zoo am Meer natürlich einige Tierarten, die aus dem Raster etwas herausfallen. Nach einem kleinen Gehege der Lemminge erreicht ihr das Herzstück des Zoos, das Eisbärengehege, welches uns vollends überzeugt hat und eines der besten Eisbärengehege ist, die wir jemals besucht haben. Die Tiere haben sowohl viel Platz auf der bergigen Landseite und können sogar an kleinen Glasscheiben die vorbeifahrenden Schiffe in der Weser beobachten. Und zum anderen können die Eisbären in einem großen Wasserbecken schwimmen und auch spielen. Und die Besucher können die Eisbären über bodentiefe Glasscheiben, aber auch über mehrere Aussichtsplattformen beobachten, sodass man eigentlich immer einen Blick aufs Meer haschen kann. Weiter geht's in den Wasserteil des Zoos, von dem ihr zahlreiche nordische Wassertiere sowohl von oben hinab ins Wasserbecken und im späteren Verlauf in unterirdischen Gängen über bodentiefe Glasscheiben bestaunen könnt. Zuerst trefft ihr auf die Seelöwen, die während unseres Besuchs sehr aktiv waren. Einige haben aber auch gechillt. Direkt daneben findet ihr das Gehege der Seehunde, die extra für uns eine aktive Schwimmstunde abgehalten haben. Daneben findet ihr das Wasserbecken der Seebären. Toll, einfach mal alle drei Arten so direkt nebeneinander beobachten zu können. Auf der Rückseite des Seelöwengeheges findet ihr eine kleine Anlage für Keas. Hinter den Seebären wartet ein nächstes Highlight auf euch, die Anlage der Humboldt-Pinguine und Dampfschiffenten. Die Pinguine könnt ihr in ihrer schön gestalteten Außenanlage beobachten, aber auch unter Wasser beim Schwimmen. Eine äußerst sehenswerte Sache. Ein paar Schritte weiter findet ihr unter Wasser das nächste Gehege, der Basstölpel. Das sieht schon ganz schön lustig aus, wie die Basstölpel versuchen, unter Wasser zu tauchen und euch beim Filmen und Fotografieren beobachten. Eine einmalige Perspektive, die sich hier auf die Meeresvögel bietet. Diese könnt ihr aber auch in ihrer Außenanlage bestaunen. Im nächsten Gehege begrüßen euch die Waschbären auf einer schön gestalteten Anlage. Leider hatten die Tiere bei unserem Besuch aufgrund der Wärme keine Lust herumzutollen und lagen nur in ihrem Bau herum. In der angrenzenden Puma-Grotte hatten wir sehr viel Glück und konnten zwei Pumas bei ihrem Schönheitsschlaf zuschauen,
Auch die Kaiserschnurrbart-Tamarine und Köhlerschildkröten waren sehr aktiv. Schaut, was Lustiges passiert, wenn ein Zoo-Mitarbeiter versucht, eine Futterbeschäftigung einzubauen. Über die schönen Anlagen der Kaninchen, Zwerghühner und Schneehasen gelangt ihr auf einen großen Spielplatz, von dem sich auch die Zwergotter innen und außen beobachten lassen. Vom Spielplatz aus gelangt ihr über einen dunklen Gang ins angrenzende Nordsee-Aquarium, in dem ihr 9 Aquarien mit etwa 200.000 Liter Wasser, heimische Fischarten der Weser und zahlreiche Nordseemeeresbewohner entdecken könnt. Nach dem Ausgang des kleinen Aquariums folgt ihr weiter dem Rundweg und trefft auf die Anlagen der Schneeeulen und der sibirischen Eichhörnchen, die wir während unseres Besuchs leider nicht zu Gesicht bekamen. Die Schneeeule ist kurz vor unserem Besuch leider verstorben und die bereits neue Schneeeule befindet sich derzeit noch in Quarantäne. Ein kleines Zoo-Restaurant und ein Souvenirshop runden den Rundgang ab und der Zoo kann über eine Drehtür verlassen werden. Uns hat der Zoobesuch im Zoo am Meer sehr gut gefallen. Der Zoo ist einer der kleineren Zoos, aber durch die beeindruckend gestalteten Gehege ist der Zoo auf jeden Fall einen Besuch wert. Besonders die Thematisierung auf die nordische Tierwelt hat uns sehr angesprochen, sowie auch das groß und schön angelegte Gehege der Eisbären. Diese bodentiefen Glasscheiben lassen einen nah an die Tiere herankommen. Das Schöne ist, dass man am Anfang des Rundwegs bereits Aussichtspunkte sieht, die man erst im späteren Verlauf des Rundwegs erreicht und dadurch jedes Gehege im Endeffekt zweimal erreichen kann. Nicht so gut gefallen hat uns anfangs die Größe der Anlagen der Seehunde, Seelöwen und Seebären, da die Wasserfläche von oben herab relativ gering wirkte. Doch sobald man das Gehege unterirdisch erreicht, erkennt man die eigentliche Wassertiefe, die deutlich höher ist als vermutet. Leider war der Zoo-Rundweg nicht ein direkter Rundweg, sondern eine Einbahnstraße. Wir wollten am Ende nochmal dem Madagaskar-Tagebus auf Wiedersehen sagen, haben aber keine Möglichkeit gefunden, zum Anfang zurückzukehren, ohne den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Weitere Highlights des Zoos sind jedoch die kommentierten Tierfütterungen, die mehrmals täglich stattfinden. Davon haben wir aber leider keine besucht. Solltet ihr nun einen Besuch in den Zoo am Meer planen, könnt ihr den Zoo von April bis September täglich von 9 bis 19 Uhr besuchen. Im März und Oktober hat der Zoo von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von November bis Februar von 9 bis 16.30 Uhr. Erwachsene zahlen 9,50 Euro Eintritt. Kinder unter 3 Jahren kommen kostenlos rein. Kinder zwischen 4 und 14 Jahren zahlen 6 Euro. Kleiner Tipp, am Montag ist Familientag. Da zahlen Erwachsene nur 7,50 Euro und Kinder ab 4 Jahren 4,50 Euro Eintritt. Der Zoo am Meer hat keine eigenen Parkplätze. Ihr könnt jedoch direkt vor dem Zoo kostenpflichtig am Hafen parken oder im Parkhaus Hafenwelten, welches ca. 5 Gehminuten vom Zoo entfernt liegt. Wart ihr schon einmal im Zoo am Meer in Bremerhaven? Falls ja, wie hat euch der Zoo gefallen? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, von nah zum Zoo.